Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe Produkte von Diamond Art Gift. Tüte kann weg. Die ist nicht so toll geflogen. Das war so eine lange Tüte. Ich habe so zwei Neuheiten bestellt. Da sowas, das so ein bisschen auseinanderfleddert. Und zwei Bilder, die mir sehr gut gefallen haben. Kommen wir mal zu den Accessoires. Und zwar habe ich das hier bestellt. Das gibt es in verschiedenen Farben. Und das packe ich mal aus. Bin ich mal echt gespannt. Und zwar soll man damit den Rand, den überklebten Rand, wenn halt ja von der Leinwand hier am Rand noch Kleber so übrig ist, und damit soll man das wegwischen können. So habe ich das jedenfalls verstanden. Aber wie das Ganze funktioniert, keine Ahnung, muss ich mir nochmal durchlesen. Ich habe mir das jetzt anders vorgestellt, weil das ist jetzt einfach so trocken. Hä? Muss man das nass machen? Hä? Das habe ich mir irgendwie total anders vorgestellt. Das ist so trocken. Das muss man vielleicht nass machen und dann so am Rand. Also auf dem Foto war das so. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Ich habe doch jetzt mit was ganz anderem gerechnet. Sind halt solche Plättchen drin. Und da soll man den Kleberand wegmachen können. Ich denke, man muss es nass machen. Das wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann habe ich mir diese neuen Stifte bestellt. Habe ich ja schon, aber da gab es jetzt verschiedene Farben. Ich brauche jetzt nicht 4 Stück, da werde ich auch welche abgeben, weil ich noch normale habe, also wo jetzt einfach so gelblich sind. Aber die waren einfach pink, Leute. Damit kann man halt gut die Sondersteine befestigen. Ich mache ja so gerne Teilbilder. Hier habe ich auch noch ein paar von anderen Videos liegen. Und dann kann man die Sondersteine damit eben gut greifen und draufsetzen. Das mache ich ganz gerne. Ja, aber so viel brauche ich nicht. Ich glaube, ich werde 2 behalten und 2 abgeben. Dann ist da noch ein Spitzer mit dabei. Den habe ich auch schon da. Der ist sehr, sehr, sehr gut. Kann ich euch absolut empfehlen. Also das finde ich sehr cool. Das ist gut für die Sondersteinchen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was habe ich gemacht? Krieg das nicht mal rein. Hä? Jetzt. Okay, also das ist schon mal sehr, sehr cool. Was da drin ist, weiß ich nicht mehr so genau. Kommen wir zum ersten Bild. Das sieht so aus. 40 x 50 cm eckige Steine. Und ich habe das auch da, aber in einer kleineren Variante. Und ich wollte mir das jetzt mal ein bisschen größer noch angucken und dann entscheiden, was ich behalte. Und das hat so einen felderübergreifenden Druck. Das mag ich persönlich nicht so gerne. Also denke ich, dass ich das hier wahrscheinlich nicht behalte. Toolkit ist mit dabei, aber was für ein tolles. Guckt mal, wie grün das ist und wie dick das Schiffchen ist im Vergleich dazu. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut hier. Das ist cool. Macht einen guten Eindruck. Das ist stabil. Und dann haben wir hier die Steinchen. Alles in Zipptüten, eckige Steine, sehr, sehr, sehr schöne, kräftige Farben auch. Gefällt mir. Das ist wirklich cool. Das sind sehr schöne Steine. Sind aber Acrylsteine. 26 Farben hat das Bild. Und ist diese Rose von Schöne und das Biest hinter diesem, ja, was ist das, hinter diesem Buntglasfenster? Ist es ja, aber es hat schon buntes Glas, ne? Aber einfarbig. Ja, das ist schon richtig schön. Auch mit den Schattierungen sieht das richtig schön aus. Aber hat, wie gesagt, diesen felderübergreifenden Druck. Mag ich persönlich jetzt nicht ganz so gerne. Aber guckt mal,
Ist schon echt sehr, sehr schön. Und hat nicht so viel unnötiges Gepixel zwischendrin. Das finde ich ja sehr, sehr gut. Ich werde euch die Bilder verlinken. Wenn ich es vergesse, erinnert mich dran. Wenn mich keiner dran erinnert, dann gehe ich einfach davon aus, dass es jetzt nicht so wichtig war. Oder dass ihr das selbst gefunden habt. Ich meine, man kann ja Rose oder sowas eingeben. Oder die Produktbezeichnung, die dann oben drauf steht. Und dann findet ihr das auch. Kommen wir zum nächsten Bild. Und das ist schon so ein bisschen sommerlicheres Bild. Hat auf jeden Fall super schöne bunte Farben. Hat eckige Steine. Eine Huacan-Leinwand. Hat 30 Farben. Sehr, sehr, sehr schönes Toolkit. Also diese Toolkits hier mag ich am allerliebsten. Und es hat AB-Steine. Ich kack ab, Leute. Eckig. Was für schöne. Ein eckiges Bild mit AB-Steinen. Sonst gab es das immer nur bei den runden. Oha. Ich zeig's euch. Oh, ist das schön. 1, 2, 3. Ist das gekennzeichnet? Nee, wieder nicht. Ah, das ist schade. Ich gucke durch. Oh, die Farbe, Leute. Das ist ja krass. Oder die da. Auch super schön. Oh, diese, oh, die beiden Farben. Auch so, so schön. Oh, toll, 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 toll. Ich glaube, 3 Stück. Mehr sehe ich jetzt nicht. Wir haben die 208. Guckt mal, wie schön. So ein wunderschönes Lila. Eckige AB-Steine. Das ist doch nicht normal. Ha, da habe ich gar nicht jetzt mit gerechnet. Die 603, mega schön und auch total viel. Sehr cool. Oha, und das hier auch so schön. Die 820, auch super viel. Boah, mega cool. Ich dachte, das gibt es nur bei den runden Steinen. Das ist ja abgefahren. Da habe ich nicht mit gerechnet. 40 x 40 cm ist das Bild. Und das sind solche Dschungelblumen. Hat mir gut gefallen. Finde ich sehr, sehr cool. Das ist halt auch so schön, ja, so klar strukturiert gerendert. Das finde ich sehr, sehr schön. Und jetzt stellt euch da mal noch die AB-Farben zwischendrin vor. Boah, das ist bestimmt richtig schön. Mega. Oh, total cool, Leute. Das ist ja richtig schön. Sehr, sehr, sehr nice. Das ist cool. Ich zeige euch mal das Vorschaubild. So schön. Richtig schön sommerlich. Kann man sich auch gut aufteilen. Das ist cool. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber eine Sache haben wir noch. Ich glaube nicht, dass es ein Kranz ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich habe irgendwo auch noch was anderes bestellt. Was zum Hinstellen. Das ist es. Aber da ist eine Kette dabei. Also vielleicht ist es schon ein Kranz. Ja, oh mein Gott, das ist so süß. Toolkit. Oh, das ist so niedlich. Und das ist super flexibel. Oh, so schöne Sondersteine. Zeig's euch. Braun, rosa, dann diese Tropfen hier super schön. Grün, nochmal grün und rot. Dann solche halben Kreise und die Herzchen. Und Silber noch. Das ist so schön.
Guckt mal. Mir gefällt, dass das durchsichtig ist hier. Dann der super niedliche... Ist das ein Drache? Nein, das ist ein Krokodil. Das ist ja noch besser. Nicht immer nur ein Drache, das ist ein kleines Krokodil. Mit der Rose hier und dem Herzchen. Das ist ja auch schön für Muttertag. Valentinstag ist jetzt halt schon vorbei, ne? Aber für Muttertag, ach, das ist toll. Für die Oma, ne? Wenn das das Kind macht, das ist nicht so viel. Da kann man ja auch zusammen machen. Und das dann verschenkt, oh, das ist so, so schön. Gefällt mir richtig gut. Super niedlich. Der Hund bellt wieder von unten. Hier war gerade richtig Radau bei uns auf der Straße. Also es ist gerechtfertigt. Oh, mein Hund, den juckt es mal wieder nicht. Der denkt sich, nach mir die Sintflut. Ist mir egal, was da draußen vor sich geht. Ja, also super, super schöne Sachen. Hat mir wirklich gut gefallen. Ein paar Überraschungen waren dabei. Schreibt mir mal bitte, das muss man doch nass machen, oder? Ich hab jetzt irgendwie anders gedacht. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.